Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Also wenn die auflaufen, dann weißt du, was du bekommst. Das wird ein intensives Spiel, Buschi. Ja, Wolf, weil sie natürlich immer wieder über das Pressing kommen, weil sie dem Gegner auf den Füßen stehen, weil sie ihm keine Luft zum Atmen geben. Wir steigen ein in dieses Spiel am ersten Spieltag der UEFA Champions League. Carbonero. Klasse vom Verteidiger, blockt die Flanke ab. Luka Jovic. Wir erinnern uns noch gut an die Auslosung hier in der UEFA Champions League. Also als diese Gruppe feststand, da mussten die... Da ist er alleine durch! Abseits. Absolut klare Entscheidung. Houssem Aouar. Houssem Aouar. Inter Mailand verliert den Ball. Tolles Zuspiel. Den spielt er in den Lauf. Das ist die Chance. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was denkt er sich aus? Wie reagiert er auf den Rückstand? Es ist natürlich schon frustrierend, so ein Tor kassieren zu müssen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Dennis Zakaria. Ashraf Hakimi. Varela. So langsam wird es gefährlich. Inter macht jetzt Druck. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Sie führen die Ecke kurz aus. Wieder Ecke. Mal sehen, was sie draus machen. Die Ecke kommt rein. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Coman. Varela. Dennis Zakaria. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Houssem Aouar. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Ach, die Riesenchance, wieder reinzukommen in dieses Spiel. Aber kein Tor und er kann es überhaupt nicht glauben. Kurz ausgeführt.
Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Kurze Ecke jetzt. Coman. Ball ist bei Süle. Inter macht jetzt Druck. Luka Jovic. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Abwehr hat aufgepasst. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gute Aktion. Sehr gutes Abspiel. Jetzt klasse aufgepasst vom Torwart. Gute Chance jetzt. Es gibt einen Eckball. Der Ball kommt rein. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hier ist nochmal die Wiederholung dieser Szene. Zunächst die weite Ecke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Luka Jovic. Barella. Inter Mailand verliert den Ball. Barella. Lautaro Martinez. Jetzt Jovic. Und damit sind sie am Ball. Chance zum Konter jetzt. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Muss Ecke geben. Und das Tor sehen wir nochmal in der Wiederholung. Ecke kommt. Erstmal geklärt. Ganz energisch. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Houssem Aouar. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Viel mit Auge. Und jetzt die Chance. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Barella. Schöner Steilpass. Könnte jetzt was werden. Ist das der Anschlusstreffer? Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Er passt ihn auf den Flügel. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Auf Außen ist Platz. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Houssem Aouar. Dennis Zakaria. Er schießt.
Da ist er zu früh losgelaufen. War nicht zu übersehen, abseits. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Bisher eine sehr überschaubare Leistung von ihm. Er strahlt keine Gefahr aus. Und jetzt geht dieses erste Gruppenspiel der UEFA Champions League weiter. Der Ballverlust. Luka Jovic. Gut verteidigt. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Sie suchen die Lücke. Gefährliche Szene. Da passt der Torhüter auf. Gibt Ecke. Ecke in den Strafraum. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Flagge jetzt. Das war die Chance für sein drittes Tor. Naja, kann ja nicht jeder reingehen. Houssem Aouar. Wir gehen kurz mal rüber ins Studio. Es gab nämlich ein Tor in einem anderen Spiel. Wir haben hier den zweiten Treffer für Tottenham Hotspur. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind 55 Minuten. Danke für das Update. Hat jetzt Anspielstation. Komm an. Luka Jovic! Ja, den hält er natürlich. Also Wolf, aus der Distanz musst du eigentlich mehr draus machen. So ist es kein Problem. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Süle. Çağlar Söyüncü. Gerüchteweise könnte sich ein Transfer anbahnen. Bouchy war ja zuletzt immer wieder Thema in den Medien. Das sollten wir aber noch mit Vorsicht genießen. Gab ja noch keine offiziellen Statements. Komm an. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Sie haben den Ball. Varela. Schöner Spielaufbau jetzt. Hereingabe. Chance lebt noch. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Guter Vorstoß, kann was werden. Da geht er an allen Gegenspielern vorbei. Sie geben den Ballbesitz wieder ab. Jetzt eingeblendet die nächste Bundesliga-Partie der Gastgeber. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Und Ballverlust. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stocken. Gutes Anspiel. Komm an,
Kusem Awa. Wijnaldum. Inter versucht's. Gibt das den Anschluss? Jetzt liegen sie nur noch ein Tor zurück. Tolle Moral. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Hier nochmal dieser Treffer. Zwei-eins, hier ist noch alles drin. Tor Inter Mailand. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Luka Jovic. Viel Platz jetzt auf außen. Ball kommt in die Mitte. Und das ist ein Ball für einen Torhüter, gar kein Problem. Achraf Hakimi. Wijnaldum. Pass auf die Außenbahn. Luka Jovic. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt nutzen. Koman. Inter kommt nochmal. Schaffen sie hier spät noch den Ausgleich. Es gibt hier den Freistoß für Inter. Jetzt kommt hier der Wechsel. Große Entfernung bei diesem Freistoß und wir schauen mal genau hin, ob er es direkt versucht. Lautaro Martinez. Er holt sich den Ball. Könnte den Konter geben. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Ist das hier die Entscheidung? Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Auf einem anderen Platz ist ein Tor gefallen. Ich gebe kurz ab ins Studio. Wir haben hier den dritten Treffer für Tottenham. Neuer Spielstand damit also 3:0. Gespielt sind 84 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten, Spannung pur. Da können sie erstmal klären. Valentino Lazaro. Achraf Hakimi. Mit dem Ball Wijnaldum. Vielleicht geht jetzt doch noch was. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Wird das die Entscheidung? Der ist drin! Schauen wir uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Da kommt der Schlusspfiff am ersten Spieltag der UEFA Champions League. Können Sie also gleich mal einen Sieg einfahren. Und ich glaube, mit dieser Leistung können Sie durchaus eine Menge erreichen. Ist ja immer sehr, sehr wichtig, dass du in der UEFA Champions League gleich von Beginn an Leistung zeigst. Es ist ein enger Wettbewerb. Es ist immer in jeder Partie intensiv. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt. Also er kann rundum zufrieden sein.
Wir steigen ein in dieses Spiel am ersten Spieltag der UEFA Champions League. Tolles Zuspiel. Den spielt er in den Lauf. Das ist die Chance. Sie machen das Tor. Schon in dieser Anfangsphase fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Inter macht jetzt Druck. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Kusemawa! Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin. Lässt. Gute Aktion. Klasse aufgepasst vom Torwart. Gute Chance jetzt, es gibt einen Eckball. Der Ball kommt rein. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Sie suchen die Lücke. Gefährliche Szene. Da passt der Torhüter auf. Gibt Ecke. Jetzt liegen sie nur noch ein Tor zurück. Tolle Moral. Wird das die Entscheidung?